Lebensabschnitten erlebt. Werner Pamminger, ich bin der Geschäftsführer von Business Up Austria. Das ist die Standortagentur des Landes Oberösterreichs. Ich bin hier verantwortlich für doch immerhin in der Dimension 850 Personen. Wir machen einen Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro und habe seit ungefähr 20 Jahren verschiedenste Positionen und verschiedenste Funktionen in diesem Unternehmen inne gehabt. Bin seit 6 Jahren mittlerweile in dieser Funktion. Ich komme aus einer Generation, wo man uns im Studium irgendwo beigebracht hat, sich im Leben klare Ziele zu setzen, einen klaren Plan zu entwickeln und klare Karriereziele möglichst konkret so zu definieren, dass man hier wirklich eigentlich diesen Plan eigentlich nur abarbeiten braucht. Und wenn ich so ein bisschen in meinen Werdegang zurückblicke, dann habe ich genau das Gegenteil davon gemacht. Dann habe ich eigentlich nie einen wirklichen Plan verfolgt. Ich habe die unterschiedlichsten Funktionen und Positionen eigentlich per Zufall inne gehabt oder sind mir zugefallen. Und mein Learning daraus, warum oder das Thema, wo ich glaube, dass es entscheidend war, ist eben genau keinen klaren Masterplan zu haben. Weil ich erlebt habe und in meiner Karriere sehr viele Personen erlebt habe, die sehr verbissen in ihren Plänen waren, die immer eigentlich die nächste Position, den nächsten Schritt angestrebt haben, verfolgt haben, meistens sogar zu verbissen verfolgt haben, und daraus ist eins passiert, dass sie den Job, die Aufgabe, die sie in der momentanen Situation inne hatten, nicht mit der Konsequenz und nicht mit dem Engagement, dem Elan auch ausgeführt haben. Was am Ende dazu geführt hat, dass sie sich für die nächste weiterführende Position natürlich auch nicht empfohlen haben. Deswegen ist für mich eines klar geworden im Leben: nichts anstreben, aber auch nichts ablehnen, wenn es einem dann zugetragen wird, beziehungsweise hier immer in den Situationen das Beste zu geben, in denen man steckt, und alles andere wird sich mit ein etwas Optimismus daraus auch entwickeln. Einen wirklichen Mentor, einen wirklichen Inspirator habe ich eigentlich nie wirklich gehabt. Es hat da unterschiedlichste, verschiedenste Personen und Persönlichkeiten natürlich gegeben, die mich gefördert und unterstützt haben. Eine Person, die mich wirklich sehr stark geprägt hat, war Michail Gorbatschow. Ich bin an der tschechischen Grenze direkt am Eisernen Vorhang groß geworden, habe das alles in meinen Teenage-Jahren miterleben dürfen und war immer fasziniert und begeistert, wenn man so im Kalten Krieg aufwächst und die Bedrohung eines Nuklearkriegs eigentlich real ist, wie dann hier ein Mensch innerhalb eines Systems erkennt, wo die Missstände liegen, und dieses System von innen aus, ohne Revolution, sondern über einen evolutorischen Bereich so weit verändert und in Wahrheit zum Guten verändert. Und das ist irgendwo so im Ende ein bisschen eine inspirierende Sache für mich gewesen. Wie ich davon gehört habe, war ich spontan begeistert von der Idee, Leute hier in so einem durchaus interessanten Setting so Kurzgeschichten erzählen zu lassen und dadurch vielleicht auch andere, vor allem jüngere Menschen zu inspirieren. Diese Lampe erinnert mich irgendwo so ein bisschen an meine Jugend, wo ich eine ähnliche Schreibtischlampe gehabt habe, wo ich in der HTL-Zeit relativ viel lernen haben dürfen, und das wird auch eher zu späteren Stunden, und da war eine Lampe in diesem Design ein ständiger Begleiter in meinem Leben.